Alter, was geht ab, Leute? Hier. Heute gibt's Fufu mit am Start. Mein einziger schwarzer Freund, Steve. Nicht. Eine Kollegin ist am Start und das ist so ein, die nennt sich Concept Kitchen. Irgendwie gibt's hier drei verschiedene Läden in einem. Wing Nation. Kennen wir. Die machen sehr gutes Chicken, aber auch sehr teuer. Das ist nicht so Insimodus. Dienstag Chicken Tuesday bei KFC. Immer noch viel besser. Irgendeine Pizza machen die. Funky Detroit. Müssen wir natürlich auch testen. Und Fufu. African Cuisine. Mein erstes Mal Fufu. Darauf hatte ich schon Ewigkeiten Bock. Worauf willst du warten? Bücher! Guck mal, hier vorne gerade der Triple Fries. Die Wings, okay. Mit Ranch. Beef Stew, Fufu. Und die Detroit Pizza? Pepperoni. Und Wasser für die Hände. Haha! Fang mal mit einem Wing an. Weil den kenne ich. Der ist stabil. Ich muss sagen, sie fühlt sich ein wenig undurch an. Aber ich kann es auch nicht beurteilen, wie sie sein sollte. Oben ist auf jeden Fall noch ziemlich flüssig. Pepperoni sieht keine Ahnung, wie man das sagen soll. Schon, ja? Noch halt sehr hell aus, sagen wir es so. Noch sehr roh im Sinne von unbearbeitet. Pizza ist nicht mein Ding. Oben alles fühlt sich so an wie ich, wenn ich Pizza mache und sie zu früh rausnehme. Alles noch viel zu flüssig, nicht gefestigt. Ganzes Geld mit dem Käse. Boden ist ganz okay. Ja, super nass, super flüssig alles. Weiß nicht, auch geiler, wenn in der Mitte der Käse schon ein bisschen mehr so ist. Browner alles, ein bisschen härter, fester. Aha, das ist diese Schüssel aber. Bin gespannt, was du sagst. Darüber haben wir gestern noch geredet, ja. Ja, die Pizza
hat halt wirklich viel Käse, ja. Deshalb ist es so krass trocken. Aber hey, ich spann mich am Käse, was geil ist. Ich spann mich am Käse. Und wie ist Pommes? Pommes ist okay. Es, bei Trüffelpommes ist es schwer, weil warst du letztes Jahr mal in Berlin? Da gibt es so einen Laden, der ist sehr gehypt, der nennt sich Goldies. Und dort sind die Pommes, der Burger und das Fried Chicken. Das sind halt normale Pommes mit Trüffel. Aber ich spare mich am Trüffel, okay? Ja, das stimmt. Ich kann andere, die tun das wollen. Das stimmt, ja. Trüffelöl. Das stimmt. Oder so zwei Scheiben Trüffel. Das stimmt. Aber Pommes müssen ja trotzdem eine gewisse Qualität haben. Nur weil hier Trüffel draufgetan wird, hebt es die Qualität der Pommes nicht hoch. Das stimmt. Dennoch ist Pommes crunchy hoch. Durch genug. Nicht zu. Nicht zu. Weich? Also ich fand die schon sehr weich. Sehr labbrig, aber hier. Fühlt sich alles sehr lappig an. Vielleicht ist so der. Das Konzept. Ich dachte, du willst Fufu mit Hand essen. Ich esse erstmal das Beef. Muss mal schauen. Beef Stew? African, Alter. For Wakanda. Und? Hm? Ist das? Was? Es ist lecker. Mhm. Aber man muss erstmal in dieses Mindset kommen, weil wir essen hier gerade Südfood, alles so westlich, voll ungewohnt und dann isst du auf einmal sowas. Okay. Passt halt so mental gerade gar nicht rein, aber es an sich wird lecker. Erstmal pur, Alter. Okay, so wie ich es erwartet hatte. Schmeckt absolut nach fucking gar nichts. What? Aber fühle ich. Fühle ich. Gut? Oh, fühle ich. Ja. So. Vielleicht erwische ich eine knusprigere. Mhm. Ja doch, die war knuspriger. Ich hab ein paar sehr labrige. Hunde können schön Trüffel essen, oder? Ja. Okay. Aber trotzdem nein. Da unten ist ein Hund. Und das wäre auf den Boden gefallen. Und der Hund hätte es wahrscheinlich direkt gegessen. Natürlich. Staubsauger 2000. Ich revidiere meinen Hund. Doch, die sind ganz gut. Gut, ja. Aber schau da an Goldies. Ihr seid immer noch klasse. Und ich hype sehr selten einen Laden. Aber Goldies kann man schon rein. Ich schreibe ihn dir ganz oben auf deine Liste. Falls du mal in Berlin bist. Goldies. So wie Gold, aber halt mit die. Ich werde dich fragen, wenn ich in Berlin bin. Wings, gut, aber das wussten wir davor schon. Ja. Leider ein bisschen teuer. Trüffel Fries, sehr gut. Fufu, interessant und gut. Und, okay, kann ich sagen, einzigartig, weil ich habe hier noch nie einen anderen Afrikaner getestet. Ich weiß nicht, wer noch Fufu anbietet, aber gerne ausprobieren. Ja, die Pizza ist nicht mein Ding. Sag nur was zu der Pizza. Pizza ist mir persönlich ein bisschen viel Käse. Aber wer Käse liebt, ist hier viel weg. Definitiv. Aha. Definitiv. Ich ja, spare nicht an Käse, was sehr gut ist. Ja. Aber ist mir zu schwer. Aber die Peperoni findest du nicht? Die sollten so richtig geil braun sein.
Also so knusprig, also ich finde so geiler. Ja, das ist tatsächlich Geschmackssache. Der ist halt ein bisschen knuspriger mag, ist ein bisschen klüger, wenn man es ein bisschen länger im Ofen lässt, ja. Aber wer es halt nicht so knusprig mag, dann ist das hier perfekt. Gibt es Leute, die Peperoni nicht knusprig mögen? Schreibt es so in die Kommentare, Leute. Ich glaube nicht. Ha? Gibt's? Bin ich live, oder? Ich bin nicht live, nein. Aber ich rede trotzdem mit den Leuten, die das zu Hause anschauen und dann unten in die Kommentare schreiben. Alles gut. Wird langsam eng. Puh. Was? Ich habe gerade erst angefangen. Ja, ich esse noch die ganze Zeit. Guck mal, wie viel Bundes hast du gegessen und wie viel? Die Pizza darfst du selber verteilen. Boah, ich muss euch später noch, wenn wir draußen sind, Party drin, was zum Klientel Target Audience erzählen. Vielleicht überzeugt mich die Pizza so wie die Pommes auch nach dem zweiten Mal. Sehr cheesy, ja. Wer es mag. Die ist mir zu feucht, Mann. Das ist halt zu viel Käse. Und der Boden ist dicker. Weil normale Pizza haben ja etwas dünner Boden. Mhm. Nicht so krass viel Käse. Und dadurch, dass so viel Käse ist und Öl, geht das alles ins Boden. Mhm. Deswegen ist es so weich. Aber unten ist der Boden trotzdem dünner. Weißt du, schau mal, das musste man separat bestellen, Leute. Mhm. Fufu, 5er. Wie du 15 zusammen 20? Ja, wie gesagt, über die Zielgruppe reden wir gleich noch. Mein Urteil hat sich nicht geändert. Wie ist die Meinung über die Pizza jetzt? Das hat sich nicht geändert. Der Boden hier, das ist ein Heuch, würde ich den bezeichnen hier. Ja. Kommt halt von Käse. Aber trotzdem finde ich es gar nicht so schlecht. Wer Lisa, wer Käse mag und liebt, ist hier sehr gut aufgehoben. Fufu, zweite Runde. Gefährlich, so. Man sieht nicht so viel. Man sieht nicht so viel, ja. Das ist interessant. Aber ich denke, in einem von den wenigen afrikanischen Restaurants gibt es, glaube ich, wahrscheinlich Besseres und für einen besseren Preis. Müssen wir aus. Dafür habe ich leider schon einen Drehpartner. Ich starte eine Testreihe. Ich suche das beste Fufu in München. Bestimmt schreiben ein paar Afrikaner dann unten in den Kommentaren, ja, das gibt es bei meiner Mutter. Ich ja, mit der Netz- oder wir schreiben, Fufu ist mal mit Fingern. Ja, sorry, Leute. Ich finde das nicht so effektiv. Es ist schon geil mit Fingern, aber vom Stew kriegst du da nicht so viel aufgesogen und aufgenommen. Ja, nee, ist wirklich. Es sei denn, ich nehme den Stew auch in die Hand. So. So als, ja. Aber. Wer ist es? Vielleicht gibt es so eine besondere Technik und ich bin noch ein Fufu-Neuling-Noob und habe noch nicht die perfekte Schaufeltechnik herausgefunden. Nochmal zu den Preisen, Leute. Das zusammen 20? 5er? 19. Ja, 14 irgendwas. Also schon 15. 4 zu 50 oder so. Nee. 13,90? 13,90, glaube ich. Und das darf hier 4,90. Also sagen wir zwischen 18 und 20.
Pizza 14,90, 15, sagen wir. Truffle Fries? Ja. How much? 97. Das ist okay. Die waren sehr gut. Ja. Das würde ich nochmal bestellen. Und Wings? Warte, wir hatten die mit 6 Stück, ja. Die waren günstiger als Boneless. Das war 6,90 für 6 Stück. Plus den Dip? Ranch-Soße für 90 Cent. Okay. Ist voll okay. Super. Warte, nochmal wie viel? 6,90 Euro. Weil wir haben keine Soße drüber. Ja. Die Soße selber kostet 2 Euro. Oh. Okay. 2,10 Euro. Ah, ich sehe, ich sehe. Deswegen, das macht so ein Haus. Ah, okay. Da wir keine Soßen hatten, ja. Und nur den Dip. Ah. Der Dip selber hat nur 90 Cent gekostet. Ah, okay. Das heißt, wenn ihr es so wie ich mag, mögt, plain, ohne Soße, ohne Dip, dann ist es gar nicht so teuer für die Chicken. Aber hast du schon mal mit Soße gegessen? Wings mit Soße bei We Nation? Nein. Nein? Also die Wings mit Soße bei We Nation ist allgemein, finde ich gar nicht so schlecht. Die haben ja auch verschiedene zur Auswahl. Ich habe da schon einige probiert. Sind zum Teil okay. Okay. Ja, ich mag keine. Ja, ich mag es pur. Genau, wenn du es nicht magst, sparst du dir Geld. Sag nur. Das rohe Hähnchenfleischgeschmack und die Knusprigkeit. Und die mit Kochen sind barbarisch. Ohne Neandertaler. Finde ich nett. Das zum Mitnehmen. Ich wollte euch noch sagen, was normal so das Klientel dort ist, Leute. Das sind so Leute, die für Sneakers anstehen, so Hype-Klamotten kaufen, so bei Straßenumfragen, hey, wie viel ist dein Outfit wert? Mitmachen, so ist eher das Klientel dort. Weißt du, was ich meine? Ja. Fufu. Mein erstes Mal Fufu. Eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. An sich nichts Besonderes, aber er sieht immer so geil aus. Und Kuss geht raus an meine afrikanischen Zuschauer. Ich denke auf jeden Fall, es geht besser. Vor allem, man sagt immer, afrikanische Mütter zu Hause, die machen das viel besser. Aber an sich cool, dass man halt so verschiedene Sachen kombiniert und dann von allem etwas haben kann. Ich denke, afrikanische Küche gibt es besser in München und mittlerweile sogar einige. Kann man mal starten. Ich kenne mich da natürlich gar nicht aus, also das ist dann keine Bewertung. Das ist dann eher ein Erlebnis, eine erste Erfahrung hier, die ich sammle. Das war's von mir. Wenn ihr mal liken, subscriben, kommentieren, checkt, wie es ist. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und auf meinem Krypto-Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.